So, dann deaktivieren wir mal die Hauptsteuerung. Vandale. Oh. Wo sollen die sein? Andere Seite. Dir läuft was hinterher. Lass laufen. Dich hat es erwischt. Ihr seht schon, meine Damen und Herren, wir können uns richtig gut leiden. Wir fahren immer weiter, wenn der andere in Not ist. Genau. Ja, was soll ich denen da helfen bei denen? Das ist, weiß ich nicht. Ja. Ich denke, es ist der kleine Pfad da unten. An dem ich jetzt schon vorbei bin. Hä? Aber ich denke, wir müssen da lang. Jo, Noch. hier. Hier ist so ein Ja. Mini-Durchgang. So. Abschaltungsbefehl empfangen. Läuferproduktion eingestellt. Das war's schon. Jedi, hört ihr mich? Ich Unsere muss mich hier Droiden noch haben es rüber im sprechen, das Wächterhort wäre 6 höflich. geschafft. Die Produktion wurde ausgeschaltet. Keine Kampfläufer mehr. Fangt noch nicht an zu feiern. Die Droiden melden, dass ihnen eine der imperialen Kampfläufer-Crews gefolgt ist und feindliche Einheiten in der Fabrik aktiviert hat. Unsere Droiden haben hart zu kämpfen. Könnt ihr nicht etwas tun? Ja, ich mach Ich das schon. kümmere mich darum. Gut. Ich kann nicht rechtzeitig Verstärkung schicken. Kommt einfach so schnell ihr könnt. Ja, gut. Na, das ist auch hier. Ihr habt nichts gesehen. Ist was auf der Brücke? Hui. Besiege. Ach, scheiße, ich muss die alle umbringen. Na toll. Ich frage mich, was ich tun soll. Ich bin bei euch. Ja, jetzt muss ich hier rumrennen und einfach wild Truppen umbringen. Das ist jetzt auch nicht so wirklich spannend. Ja gut, du nimmst halt eine Factory ein, ne? Erfolg abgeschlossen. Corellia-Verwüstung. Ich habe Corellia verwüstet. Naja, es sollte jetzt auch nicht ewig dauern, bis die sterben. Es ist jetzt auch nicht wirklich herausfordernd. Ach, ich. Ach.
Was ist denn los? Ich stehe ein Stück zu weit weg. Alles klar. Einen brauchen wir noch. Nehmen wir den hier. So, jetzt müssen wir mit Elan Kalan sprechen, der auch, wo auch immer der ist, da hinten. Da müssen wir aber oben lang. Ah. Da hätte ich ja direkt über die Brücke durchlaufen können wahrscheinlich. Sind da noch genug Gegner? Oh nee, hier ist keiner mehr. So, was will er denn von uns? Ich wusste, dass ihr es sein würdet. Hat Jari euch angebettelt, dass ihr mich retten sollt? Die Jedi sind wie Ratten. Man tritt eine tot und schon kommt die nächste angekrochen. Jari war ein treuer Kamerad, der stets an eurer Seite gekämpft hat. Sein selbstgerechtes Getue war die reinste Folter für mich. Ich weiß, was ihr mit Blaesus, mit Jelland und mit Sophia Farasch gemacht habt. Ich werde Wächter Hort 6 nicht an ein Ungeheuer wie euch verlieren. Es hat mir keine Freude bereitet. Sie haben mich dazu gezwungen. Mein Glück, dass ich meine Pflichten genießen kann. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Hauptstadtcode gefunden habe. Ja, reden wir nochmal drüber. Aber es hat sich gelohnt. Das ist für meine Brüder und Schwestern. Was? Ich bin schon fertig mit Reden mit dem. Der hat mich rausgeschmissen. Ja, sag, da reden wir nochmal drüber. Unglaublich. Was fällt ihm ein? Das ist ein Kind, was erwartest du? Ja, diesem Kind, der kriegt gleich eine Lektion für sein folgendes, nicht vorhandenes Leben. So. Druidi Kaputi. Jetzt will ich was tun? Schalte das Kraftfeld aus. Ja, aber wie? Einfach draufschlagen, mein Gott. Ah, Junge. Nicht so hastig. So, und das war seine krasse Vorbereitung. Ja, das war wirklich Wahnsinn. Da. Ich spüre, dass Elan Kalder gefallen ist. Ihr und euer Kuriositätenkabinett habt also tatsächlich Biss. Aber die Republik zerfällt noch immer. Ihr greift nach Sand, Jedi, und er rinnt durch eure Finger. Ich weiß, dass ihr mich hört, Meister. Der Imperator kann euch nur einsperren, nicht vernichten. Faszinierend. Denkt an die Worte, die ihr jeden Tag spracht. Sagt sie mit mir. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Genug. Ihr werdet zusehen, Sio, wie euer Schüler leidet. Ach Gottchen, ey, was sie sich immer vornehmen. Elan? Nein, das kann nicht sein. Nicht so. Ich habe nichts gespürt. Ein einziger Tag kann nicht ein ganzes Leben voll
voll guter Taten hinweggraffen. Er muss eins mit der Macht geworden sein. Ob dunkel oder hell, alles ist ein Teil der Macht. Danke, Meister. Das ist gütig. Ich glaube, ihr habt das Blatt gewendet. Viele von Tykordens Droiden haben den Kampf überstanden. Wenn ich die Verwundeten hierher bringe und die Mauer repariere, glaube ich, dass wir Wächter Hort 6 selbst halten können. Die Republik braucht ihre Truppen im Axialpark. Hört sich an, als würde die Republik eine gewaltige Offensive planen. Noch eine unserer Festungen, Wächter Hort 4, befindet sich im Axialpark. Es gab Berichte, dass auch sie vom Feind besetzt wurde. Die Republik plant einen Vorstoß. Sie hoffen, die Imperialen durch schiere Überzahl überwinden zu können, um Wächter Hort 4 zurückzugewinnen. Dieser Wächterhort hier ist gesichert. Also auf in den Axialpark. Im Axialpark befindet sich ein republikanischer Unterschlupf, wo ihr eure Versammlungen abhalten könntet. Ich gebe euren Verbündeten Bescheid. Lebt wohl, ja, Meister. Ja, von da kannst du dich ich werde versuchen, zum diesen Ort gut zu beschützen. Ja, ich soll in den Axialpark. Alles klar, dann porten wir uns mal zu Tram. Basis, Arbeiterwohnungsbereich, wo soll ich hin? Nicht die Arbeiterwohnung. Dann in die Base. Ja. Dann nehmen Sie quasi den nächsten Zug. So, das machen wir auch. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wieder ein bisschen mit der Bahn fahren. Mhm. Zoom, zoom. Wie die Werbung eines asiatischen Autoherstellers jetzt sagen würde. Ich finde den Sound, den die macht, irgendwie schräg. Die ist halt Raketen angetrieben, das Teil. Nee, den meine ich nicht, den Sound, sondern dieses Quietschen. Die Turbine hinten drin. Die quietscht so? Ja, so Rotorblätter, ne? Andere Seite. Wie andere Seite? Du läufst nach oben, musst nach unten. Ich lauf nach oben, muss nach unten? Hä? Einfach umdrehen und in genau die andere Richtung laufen, wie du gerade rennst. So schwierig kann das ja jetzt nicht sein. Ich sehe dich ja auf dem Ding, ich kann ja einfach zu dir rennen, oder nicht? Ja. Ja. Ich dachte, das wäre zu einfach. Ach so, na dann. Ja, warum einfach, wenn es schwer geht, also ich ne? dachte mir allerdings auch, dass du mit einfachen oben und unten Anweisungen was anfangen kannst. Ja, aber lauf in die entgegengesetzte Richtung nach unten. Ich war aber oben noch bei der Bahn, also ich war da gar nicht gelaufen, insofern war ich verwirrt. Ja. Das jetzt Hallo? Wieso darf ich da nicht hoch? Tja. Verwirrte Leute kommen da nie hoch. Du hast da bestimmt irgendwas verbuggt. So, ich hab's geschafft. Juhu. So, wir sollen hier irgendwo in der Ecke. Oh, ich soll mit einem Druiden reden. T9B2. Ihr habt es geschafft. Hatte die Republik irgendwelche Informationen über Wächter Hort 4?
Schlechte Nachrichten. Wächterhort 4 ist noch schlimmer als der davor. Macht euch auf etwas gefasst. Wächterhort 4 war einst ein Herrenhaus der Bagvalen-Familie. Jetzt strotzt es nur so vor Verteidigungen, Geschütze, Kraftfelder. Aber nachdem jemand internes Wächterhort 4 verraten hat, beschützt das nun alles den Feind. Wir können die imperialen Linien nicht durchbrechen, ohne ihnen ihre Rückzugsposition zu nehmen. Also nehmen wir zuerst Wächterhort 4 wieder ein. Die Republik hat uns Informationen über die Verteidigungen von Wächterhort 4 besorgt. Sie sind gewaltig. Erstens hat der Hort ein Warnsystem. Sensoren im ganzen Park melden sich nähernde Feinde. Dann beschützt ein Kraftfeld den Innenhof. Und anschließend folgt die Haupttür aus Durastahl, verriegelt durch ein komplettes Sicherheitssystem. Wir müssen also die Sensoren erledigen, das Kraftfeld ausschalten und die Haupttür entriegeln. Dieses Kraftfeld ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie wir daran vorbeikommen sollen. Zerstört die Sensoren, Jedi. Die Imperialen werden das Kraftfeld ausschalten, um nachzuschauen. Wenn die Imperialen nach dem Rechten sehen, werden unsere Truppen sie vernichten und das Kraftfeld überwinden. Also brauchen wir ein Einsatzteam, das die Imperialen aus dem Hinterhalt angreift, nachdem das Kraftfeld unten ist. Team Rot. Team Rot muss stark sein. Die Imperialen werden hart kämpfen. Na dann, ich würde gern eure Meinung hören. Schickt die Kommandosoldaten. Bleibt nur noch die Haupttür. Wenn das Kraftfeld ausgeschaltet ist, können wir die Energiegeneratoren erreichen. Wir schalten sie aus und die Tür öffnet sich. Wir sollten ein weiteres Team damit beauftragen, die Generatoren auszuschalten. Team Blau. Eine sehr kleine Gruppe würde ausreichen. Eure Droiden können die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten. Wir können ein paar erübrigen. Die Teams werden euch brauchen. Team Blau braucht Rückendeckung. Team Rot braucht Unterstützung im Kampf. Wir haben einen Plan. Sobald ihr die Sensoren zerstört habt, geht zu Wächterhort 4, um eurem Team zu helfen. Seid ihr bereit? Das bin ich. Und möge die Macht mit uns sein. Das Licht des Verräters wird den Weg des Erstgeborenen erleuchten. Bald kann er unseren Atem spüren. Ja? Na, dann sollte er sich vorher irgendwie in Mentos reinwürgen. Oder einen Tic-Tac oder so. So, wir atmen doch auf ihn. Also nicht er auf uns. Dann sollten wir uns das vielleicht besorgen. Willst du etwa sagen, du hast keinen frischen Atem? Nein, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Unten. Ich muss hier erstmal wieder raus. Ach, die sind gar nicht gegen uns. Toll. Ich schleiche hier lang wie so ein... Das ist eine republikanische Basis. Das steht sogar drauf. So. Wir... wollen jetzt dahin zu diesem Bauwerk. Wie gesagt, ab in den Süden, den Droids hinterher. Na, dann fahren wir mal wieder ein bisschen. Kann man seinen Raketenschub auch zünden, wenn man auf dem Auto sitzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das bringt erstens glaube ich nicht, dass es geht. Und zweitens würde es dir jetzt auch nichts bringen. Gibt's auch schnellere Fortbewegungsmittel? Nein, du bist bei 110% Laufspeed. Das kommt mir so langsam vor. Das ist aber nicht. Alter, wenn man das alles ablatscht, da wirst du auch blöd. Ja, aber wie gesagt, also ich fände es alberner, wenn das jetzt hier alles so ganz klein wäre. Ja gut, das... Die Star Wars, Mann! So, aber... bevor wir jetzt in den Krieg ziehen, würde ich sagen, legen wir auch nochmal eine kurze Pause gleich ein und... ja, stürmen danach den Bunker, was auch immer das ist. Hort, Wächterhort. Was soll eigentlich ein Wächterhort sein?
Das haben sie doch vorher erklärt. Du hast dann, ihr seht schon, Graham hört seinen Chefs nie zu. Die Guardian Holes sind eigentlich dazu gedacht gewesen, die Position der Republik zu verteidigen. Ja, aber ich meine, was soll das sein? Einfach sind das irgendwelche so Burgen oder was weiß ich? Bunker. Mhm. Wo die meisten Schlachten im Weltall ausgefochten werden. Es ist eine planetarische Okkupation. Hallo, was soll denn da, ne? Naja, egal. Wir okkupieren, du hast da was. Ja, wir müssen die Mobster eh hauen. Na gut, dann hauen wir die jetzt noch um. Ich weiß ja nicht, was du denkst, was die Sensoren hier sind. Kaputt. Naja, egal. Bevor du da jetzt weiter Amok läufst, wir machen hier mal eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich.